Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Life is Strange. Wir haben uns hier oben im Stockwerk umgesehen und uns ein paar schicke Sachen von Rachel Amber übergezogen und gehen jetzt runter zu Joyce. Erstmal schauen wir uns um, ob wir hier irgendwas anderes noch machen können. This might be the one time these people are right. Das Ende beginnt jetzt. Ignorierst du noch immer seine Warnung? Hast du den Schnee verspürt, die Sonnenfinsternis erlebt, die Tiere sterben sehen? Das sind die Zeichen. Okay. Hier geht's nicht rein. Oh, was war hier? Ah, die Fotos kennen wir ja schon. Schauen Sie uns trotzdem nochmal an, weil sie eigentlich ziemlich cool sind. Okay. Bevor wir zu Joyce reingehen, gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Was ist das? Looks like a message. David, this is Officer Korn. Just want to let you know, your stepdaughter's car was identified near the Blackwell campus last night, around the time of the break-ins. What? Give me a call soon. Are you in trouble again, Chloe? Don't you sleep? Message deleted. Oops. Goodbye, message. I think Chloe has earned a break from all this bullshit. Das ist jetzt eine Sache, das habe ich gemacht, weil wir ja nichts kaputt gemacht haben. Wäre jetzt wirklich irgendein größerer Schaden oder sonst was davon gewesen, weiß ich nicht, ob es dann gut gewesen wäre, wenn wir es lieber drin gelassen hätten. Aber in dem Fall, mein Gott, wir haben nur gebadet. Wir waren mal jung. Da ist das okay. Okay, der hat ein Vieh erlegt. Der Leuchtturm. Ein ziemlich großer Fernseher. Oh, was war hier? Ich konnte doch hier gerade was anwählen. Das ist draußen der Vogel, okay. Hier können wir auch gleich raus. Ich gucke mich bloß hier um. Ist ein bisschen dreckig, der Kamin, ne? Ich habe ja auch einen riesengroßen Kamin stehen, aber... okay. Ist was rausgefallen anscheinend von der Glut oder so. Öffnen. I keep expecting to see the sky turn red. Noch sieht er ziemlich blau aus. Fenster lassen wir mal offen. Frische Luft schadet nie. Ansehen. Oh man. I don't want to be famous for this. Kurzer Schneeschauer und außergewöhnliche Sonnenfinsternis. Kommt bald die Apokalypse? Superheldin rettet suizidgefährdete Blackwell-Schülerinnen. Okay. Who drinks beer this early around here? Kann auch von gestern Nacht noch stehen. Warum hat der auf dem Müsli so eine riesige Nase? Wowzer. Chloe still eats the same cereal. So do I. Mach ich auch noch. Ist das schlimm? I love that they still have the same refrigerator. Oh, ich wollte auch immer so einen haben, wo man seine Getränke drunter stellt und dann fallen die Eiswürfel im Sommer rein. Travel Money. Sieht jetzt nicht so voll aus. Hier gibt's nichts zu holen. Joyce looks so different in her street clothes. Findest du? Ich finde, sie sieht eigentlich haargenauso aus wie im Diner, weil sie dieselbe Frisur hat und die Klamottenart ist eigentlich auch identisch. Good morning, Joyce. Rachel. Oh, I mean Max. Oh, you startled me. You fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. I'm dying for some of your famous pancakes. I thought you would have missed those. Ah, you ate more than William, and he loved them. I remember. We would race each other to grab them from the stack. So this time, you can help me with the ingredients. I need you to grab me the eggs and milk. Eggs and milk? No problem. Okay, ist wahrscheinlich im Kühlschrank, oder? I love that they still have the same refrigerator. Doch nicht. Hier auf dem... Oh, was ist das? Nehmen? Milch wahrscheinlich? Now for the mother's milk.
Okay, stehen die Eier hier auch noch rum? Nee, das sind... Keine Ahnung, was es ist. Auf dem Tisch? Aber warum sollten da die Eier sein? Im Garten? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal raus in den Garten, nicht, dass wir da noch was verpassen. Mit unserer Low-Fat-Milk. Okay, hier ist nichts. Oh, ein Vogel. Oh, dead bird. Poor thing. No. Benjo? 99 bis 2008. Ihr Hund wahrscheinlich. Ah, ich erinnere mich, das hatten sie irgendwie mal gemalt gehabt. Noch ein Vogel. I wonder how these birds died. War das nicht bei irgendeiner... bei den... Oh, wie nannte man das denn bei diesen Plagen? Dass es irgendwann mal Frösche geregnet hat oder Heuschrecken und sowas? Sitting in a swing always feels so comforting. I remember when Chloe and me would take turns in the swing. We would push each other so hard we'd fly way up in the air. Chloe always wanted to swing all the way around. I always got scared and would jump off before I flew off. And Chloe is still trying to get high. Okay. Die habe ich hier nämlich im Augenwinkel gesehen, die Vögel. Ich guck bloß mal schnell hier drüben. Wir sehen nichts von unseren Nachbarn. Die haben auch nichts draußen stehen. Hier sind wieder Bierflaschen. Können wir hier rein? Nein. Die Vögel schaue ich mir gleich an. Das ist nur ein Wäschekorb oder sowas. Getränkedose. Ketchup, Senf oder so. Oder Mayo. Three dead birds lined up? That's fucking ominous. Sieht man denn irgendwas am Himmel? Nee, gar nichts. Eine Überwachungskamera? Aber an der können wir nichts machen. Okay, also hier draußen sind auf jeden Fall auch keine Eier. Huh? Wen haben wir denn hier? Oh, Chase, can you help me get this bird out of here? Oh, look at the poor bird. He seems kind of freaked out. Und weil er so verängstigt ist, erschrecken wir ihn mal. Bird, be gone. Fly, you fool. Vielleicht können wir ihn dort aus dem Fenster schrecken. Schaut mal, der sitzt dort hinten jetzt auf dem Zaun drauf. Ist das das nächste Motiv mit dem Regenbogen unten drunter? Wo ich das letzte Mal sagte, es sieht aus wie ein Stuhl. Sehr schön. Nee, schon richtig. So, da bin ich wieder. Ich habe eine kleine Aufnahmepause machen müssen. Was heißt eine kleine Aufnahmepause? Ich glaube, sie ging 2 oder 3 Tage sogar, da ich an dem Tag, als ich die Folge aufgenommen habe, die ihr bis gerade eben quasi noch gesehen habt, haben sich meine Nachbarn gedacht, Mensch, heute ist ein toller Tag zum Bohren und Sägen. Und das haben sie sich in den letzten Tagen gedacht, weil die sich hier so ein Pavillon aufgestellt haben und sowas. Und dann war es ein bisschen schwierig für mich aufzunehmen. Und ich bin so froh, weil heute kommt aktuell Folge 36 von Life is Strange. Und das hier, was ihr seht, ist ja Folge 37. Da wisst ihr, wie eng ich gerade dran bin. Also nur einen Tag Verzug. Und ich muss das noch schneiden, ich muss es noch ändern, ich muss es noch hochladen, benennen und so weiter. Den ganzen Krimskrams. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen und ein bisschen mehr aufnehmen. Der gleiche Kram gilt auch für The Walking Dead. Da hing ich durch diese fehlenden Tage jetzt auch ein bisschen hinterher.
Das Foto? Nein, falsch. Das Foto habe ich gerade eben nochmal gemacht, weil ja Gott sei Dank auch gar kein Speicherpunkt da war. An dieser Stelle, das ist also alles da und schickimicki. Und ich habe es nachgestellt, dass ich die Milch von Joyce geholt habe. Und während ich das gemacht habe, habe ich auch entdeckt, wo die Eier rumstehen. Und zwar, ich habe die Reihenfolge der Sachen quasi, die ich im Haus gemacht habe, um den alten Speicherstand wieder nachzustellen, in der falschen Reihenfolge oder in einer anderen Reihenfolge gemacht. Das habe ich gelöscht, ne? Ja. Und dabei ist mir aufgefallen, dass hier vorne Eier sind. The eggs always come first, as Joyce used to say. Okay. Ich glaube, wir sollten nur Eier und Milch holen. Ich habe jetzt nicht ganz aufgepasst. Wir geben es ihr einfach mal. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in L.A. I'd love to think that too, Joyce, but... We are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. Is there any reason that Rachel might be mad at Chloe and left without her? Chloe could piss everybody off but her. They were almost joined at the head. Reminded me of you and Chloe. Rachel wasn't as grounded as you. I'm grounded? Since when? Maybe that's why Chloe likes Rachel so much. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Maybe. Rachel was so much cooler than me. You think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past 5 years? Doubt it. Did she really? 5 years ago feels like a thousand now. And that makes me what, a century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Okay. Pfannkuchen. Ich liebe Pfannkuchen. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, dass ich nicht so der Bacon und Eggs Freund bin. Ich weiß nicht, ich finde persönlich, das passt nicht zum Frühstück. So ein Frühstück muss entweder hier aus unserem Freund mit der großen Nase bestehen oder aus Pfannkuchen oder sowas. Zeitung, das haben wir uns alle schon angeguckt. Wir setzen uns mal hin. Kann ich? Ja, kann ich. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. Was ich allerdings eklig finde, ist, dass da so ein Stück Butter drauf ist. Ich mag das viel mehr, wenn man die mit Marmelade oder so isst. Now that's what I call pancakes. Na dann hau rein, Max. Okay, können wir uns jetzt noch was anschauen? I guess nobody waters the plant here. Ich würde das gar nicht mehr Pflanze nennen, aber na gut. Können wir Erdnussbutter löffeln? Wie kriege ich die Erdnussbutter? Ah, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Wowzer. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this, and I know, Joyce.
I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please. It's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Geez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me. I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. Okay, wir gucken aber schnell den anderen Kram auch nochmal an, ob hier noch irgendwas anderes ist. Sind auch wieder die Cornflakes, Ketchup, Dosenzeug. Irgendein Generator, der ein komisches Geräusch macht. Chloes Auto vor der Tür. Warum ist die Tür blau und der Rest weiß? Nee, hier ist wirklich absolut gar nichts. Ich habe jetzt gehofft, hier irgendein kleines Easter Egg oder so zu finden. Oder was Geheimes, was man sonst nicht so findet. Okay. Ah, hier sind die Knarren. Einer fehlt. Okay. Nee, wir können wirklich überhaupt nichts machen, außer den Laptop nehmen. Na gut, dann tun wir das mal. I bet David has all of his surveillance secrets in his laptop. No shit, it needs a password. How about step douche? Try again. I need more clues. Hinweise. Puh. Ich glaube ja nicht, dass er irgendwo sein Passwort hingehängt hat oder sowas. Wenn, dann doch bestimmt eher in Schubladen. Maybe I could try Stepdad for the password. Chloe? Ach, ich kann doch hier lesen, stimmt. Fröhlichen 18. Geburtstag, Chloe. Ich bin so glücklich, dass du an diesem Tag zur Welt gekommen bist. Danke, dass du mich in dieser Familie akzeptierst. In Liebe, dein Stiefvater. Oh, ist doch niedlich. Grüße aus Arcadia Bay. Okay, wir gucken erstmal weiter, damit wir dann vielleicht alle zugleich prüfen können. Nicht, dass wir hier noch was verpassen. Hier ist auch noch Kassette oder sowas. Wir fangen jetzt nochmal hier von vorn an. Messer? Erst now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Was war das für ein Nummernschild? TADTCTV. Boah, fällt mir gerade kein Film oder keine Serie ein, die dazu passt. Joyce might as well have wrote, let's get married. Es war eine Ehre, dich in unserem Schnellrestaurant zu haben. Schön zu wissen, dass wahre Gentlemen noch existieren. Ich würde gern bald wieder mit dir reden. By the way, dein Name ist Joyce, falls du es vergessen hast. That might be a useful password. Two Whales Diner, Beleg, Eier und Würstchen, super Passwort. Entschuldigung, ich musste gerade husten, hab's bestimmt rausgeschnitten. Ich hoffe es zumindest. Besuchen Sie uns bald wieder. Das hat sie bedient, Joyce. Vielleicht das Datum könnte das Passwort sein. Ich hoffe, sie merkt sich das alles nicht, dass ich dann nochmal hingehen muss. Das Auto an sich habe ich ja schon angeguckt. Now the car looks ready to roll. Ja. This is a better hobby for David than surveillance. Ein Messer? Even David Madsen might be an angel to somebody else. Oh nein, ich wollte es lesen. Even David Madsen might be an angel to somebody else. Mein Schutzengel auf dem Schlachtfeld hatte deine Flügel über mich. Kann ich... Nee, ich dachte, ich kann das noch drehen oder so.
Aber Tasche? That's cute. Could be a password here. Für einen Warnhelden. 607. Erkundungstrupp. Nee, da wollen wir jetzt nicht hin. Da sieht uns Joyce. Das ist ja vorne neben der Treppe die Tür. Ich glaube nicht, dass wir da hin müssen. Zumindest jetzt noch nicht. Schild. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Puppen, frisch verheiratet. David scheint ja relativ locker eigentlich zu sein, wenn er mit der richtigen Person zusammen ist. Obviously David's parents care about him. That date might be a good password. Videobotschaft von Mom und Dad, Juli 2007. Das waren noch Zeiten, als man noch Kassettenrekorder und Kassettenspieler hatte. David has been dragging his head around since 2001. Dallas Hirschjäger. Einzelschusspreis 2001. Ich habe früher auch mal im Schützenverein mitgemacht, aber allerdings haben wir nicht auf echte Lebewesen geschossen, sondern wir hatten solche Schusskarten. Nennt man das so? Nicht mal das weiß ich. Auf jeden Fall waren auf den Karten auch Tiere drauf, also Wildschweine oder Rehe oder irgendwie sowas. Und die waren dann in bestimmten Entfernungen angebracht und dort, wo das Herz war, war meistens, wie nennt man das, die Zieleinheit, die man treffen sollte. Und je nachdem, wie weit man außerhalb getroffen hat, desto weniger Punkte gab es natürlich. Aber wie schon gesagt, wir haben nie auf echte Lebewesen geschossen. Und das ist auch was, was ich nie im Leben tun würde. Es ist einfach nur, das Schießen an sich hat aus rein sportlicher Sicht, wenn man das als Sport bezeichnen kann, Spaß gemacht. Einfach, weil man sich gegenseitig, wie nennt man das, wenn man gegeneinander antritt? Ich habe das deutsche Wort gerade nicht. Man konnte konkurrieren, sowas. Das war das Gute daran. Aber wie schon gesagt, ich bin kein Freund von Waffen aufeinander richten, auf Tiere richten oder sonst irgendwas. Um Gottes Willen. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Wieder zu Hause, Handbuch für einen Kriegsveteran von Lieutenant James Edward. Okay. Da waren wir auch noch nicht raus. Schublade. I could try the license number for the password. Lizenz zum Tragen verdeckter Handfeuerwaffen. Okay, erlischt dieses Jahr. Was haben wir hier? Maybe this ID number might work. Okay. Chloe can't get another gun now. Unless she steals it back from Frank. Entweder ist das ein anderer Schatten oder die Pistole, die da vorher hing, hat sogar eine Druck, also nicht nur wirklich eine Druckstelle, sondern am Holz, an der Maserung so eine Stelle hinterlassen. Das heißt ja eigentlich, dass er sie nicht oft benutzt, was ja was Gutes ist, oder? Okay. Aber wir machen es aus. Naturally, David would buy a heavy-duty military padlock. I can even see the combination. That might be a useful password. Nothing in it. So, da habe ich hier das Telefonklingeln übertönt. Da waren wir schon drin im Schrank. Aber liebe Leute, ich würde sagen, oder ich glaube zumindest, wir haben jetzt alles durchgeschaut. Bevor wir diese Passwörter jetzt aber alle hier untersuchen, machen wir einen kleinen Schnitt und sehen uns in der nächsten Episode wieder von Let's Play Life is Strange. Bis dann. Tschüss.